Ja, moin moin und herzlich willkommen zum nächsten Part von Darksiders 2. Ich habe mich halbwegs beruhigt nach dem genialen, sehr erfolgreichen Part, also erfolgreichen vorherigen Part. Ja, wenn ihr diesen Part seht, habt ihr hoffentlich oder hoffentlich nicht oder höchstwahrscheinlich den vorherigen Part vor diesem Part auch gesehen. Ansonsten kein Kommentar. Machen wir mal weiter. Khan schaut blöd an. Auf ihn habe ich auch keinen Bock. Seinen letzten Part hasse ich ihn. Wir hebeln den Hebel. Und ja. Kamera. Ich habe meine Finger nicht an den Sticks. So sieht es aus, wenn die Kamera sich selbstständig macht. Durch die Fahrt mit dem Fahrstuhl. Selbst wenn ich dagegen steuere mit dem Stick. Immer wieder dasselbe. Zack, zack. Langsam geht mir das echt auf den Sack mit dem nervigen Bugs in diesem Spiel. Oh Mann, ey. Langsam geht mir das ganze Spiel auf den Sack. Ohne Scheiß. Als das Spiel released wurde. Als es komplett neu war und noch nicht mal einen einzigen Patch gab, lief das Spiel weitaus besser und bugfreier als jetzt in der neuesten, aktuellsten Version, die nicht mehr gepatcht wird. Ein Herzstein. Darin ruht die Seele eines großartigen Erschaffers. Finde einen Weg, ihn herunterzubringen. Dann werde ich ihn tragen. Ja. Ich werfe dich. Sei mal nützlich, Alter. Danke. Oh Gott, nein. Oh nein, 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 nein. Der ist zumindest näher dran. Ja, ich hatte schon Panik hier gehabt, ey. Wow, fast vergessen zu drücken. Wow, Alter. Mach mir ja. Jagt mir keinen Schrecken ein, ja? Nee, aber ganz ehrlich. Oh, diese scheiß Bugs, ey. Damals, als das Spiel neu war. Ganz ehrlich. Was? Soll ich so mich bei dir einhaken? Achso. Wow, ja, danke. Hättest du mich von da drüben nicht auch so rüberschmeißen können? Okay. Hättest du nicht. Ja, aber da war es halt. Also es lief besser und es hatte weniger Bugs gehabt. Als jetzt. Ja. Das ist auch so ein toller Bug, dass bei solchen Sprungpassagen an diesen Dingern hier die Kamera mal so willkürlich so rumgeiert, dass man natürlich irgendwo so schräg lang springt, wo man natürlich nicht hin möchte. Das ist ja so richtig genial, also. Das Spiel macht sich doch sehr selbstständig, kann man schon sagen, ja. Es ist bei solchen wichtigen Passagen doch sehr abfuckend, würde ich sagen, weil es darf und sollte nicht sein. Ist jetzt mal so meine Meinung, also ich meine. Kann sein, dass die ehemaligen Entwickler von Visual Games und Publisher von THQ andere Meinung sind, aber weiß nicht, gibt es Visual Games überhaupt noch? Weiß ja, THQ gibt es zumindest nicht mehr, aber Visual Games bin ich mir gerade nicht sicher. Wäre interessant, um zu wissen, ob wenigstens Visual Games noch irgendwie nach dem Patch arbeiten könnte, wenn schon THQ nichts mehr macht. Alter, was soll das? Ich hab rechts gedrückt. Ach, rechts. Rechts ist da, wo der Daumen links ist. Weißt du? Kannst du mir B anzeigen, bitte? Und nicht dieses RT? Kollege. B. Kollege? Ah. Da muss da vorstehen. Oh. Okay, das war mein Fehler.
Ja, da nehme ich so eine Kiste. Die will ich haben. Was gibt's da oben noch? Na, noch meine Asche. Meine Asche fliegt da lang. Auch so dämlich hier der Name. Wow. Nur sowas verkaufe ich. Oder verfresse ich an meinen besessenen Sachen. Wow. Geil. Kommen wir ja echt cool weiter. Eigentlich müsste doch der Golem sich hier in dieser Lava auflösen. Oder täusche ich mich da? Ich meine, es ist jetzt kein super krasses, extrem mega fettes Übermetall, dass der Golem das aushält. Ich meine, alles ist Lava. Selbst Metall schmilzt in Lava, glaube ich. Also, weiß ich nicht. Also, kann sein, dass ich mich da irre, aber zumindest müsste Metall sehr, sehr, sehr heiß werden in Lava. Und formbar, dass man ja nach kürzester Zeit da nicht mehr drauf hocken könnte. Ja. Links geht's nicht lang, ne? Aber. Ah. Ja, da ist so der Herzstein. Aber erstmal machen wir das Unwichtigere. Oder in meinen Augen wichtigere, weil. Ganz ehrlich, ich habe nicht so wirklich viel Bock drauf, die drei öden Herzsteine zu holen. Hey! Ob das Ding runter, los. Keine Sorge, Reiter. Ich mach das. Jetzt ja schon da stehen können, das Ding auffangen können, oder? Was wäre, wenn jetzt der Herrscher kaputt gegangen wäre, hm? Was wäre da, ne? Bringen wir ihn zum Wächter. Ja, dann lass mich gehen, Kollege. Steinvater, hilf uns! Bitte? Alles okay da hinten? Ja. Sieh nach, was du finden kannst. Und wenn du nichts findest, komm zurück. Und bring's mit. Es erfolgt ja uns mit dem Stein in der Hand. Gott. Hey! Fahrstuhl fahren. Oh. Oh! Ja! Hau ihm im Stein die Fresse! Wäre das nicht, ich meine, das ist doch auch ironisch, ne? Das Steinkonstrukt kriegt Steig in die Fresse und wird vernichtet. Autsch! Sieht so genial aus, wie er drauf steht mit dem Stein. Na komm her. Danke, das war mein Kill. Jetzt klaut er mir noch die Kills, ey. Killklauer. So. Ah, gut, jetzt sehe ich auch die Live wieder. Nachdem ich auf Anvisieren gedrückt habe. Ich kann ja nicht mehr reden. Bam! Habe. Was im Mund. Sorry. Ich habe vor der Aufnahme des letzten Partes neue Waffe ausgerüstet. Seht ihr vielleicht jetzt so leicht? Gerade, Moment mal. So, also. Ich habe die. Die Omega-Klingen. Die hier. Angerüstet. Ja. So, ist der Mund auch leer. die Start Feuer verursachen, wenn die Gegner angreifen. Und dann auch einen schönen
Ja, so eine Art Laubfeuer, das halt auf die Gegner überspringt und so. Ist eine coole Waffe eigentlich. Wollte ich mal austesten. So, ist hier nochmal. Sehr, sehr schön zu sehen. Boah, was ist denn heute los? Ich hell überredet und ich bin vollkommen nüchtern. Total nüchtern. Alles top. Egal, basteln wir den Hersteller oben rein. Und oh my fucking God! Warum ist es hier Lava? Wie kann das denn angehen? Ja, wie lange willst du das noch sagen? Bauen wir da oben hin. Spiel Lego. Oder Playmobil oder. Keine Ahnung, so ist hier aus. Platsch. Ja, erst jetzt. Zerbröselt das Dings durch die Lava-Hitze und so, klar. Vorher nicht. So. Wuhu! Ja. Ach Leute, wie ich die geile Bugsteuerung hier liebe. Eigentlich sollte man sie darüber so lang schwingen. Ja, genau. So, frei nach Motto, schwing dein Ding. Aber er kann nicht schwingen, er hat kein Ding. Die Kamera kackt hier rum. Ja, oh komm! Da war da auch 5 Meter weiter. Da war da. Ja, halt im Mund. War da 5 Meter. Genug Platz gewesen. So, den soll ich mir wahrscheinlich krallen oder so, ne? Ich bin begeistert. Da vorne ist wieder eine Münze. Warte! Warte, was wollt ihr denn hier? Komm! Ja, komm ran, hier, Kollege. Ja, komm ran. Na, was ist? Au! Au! Ja, dann krall ihn doch! Geh doch! So. Ja. Na komm ran. Komm ran. Na komm ran. Na komm her. Ja, ich will die Knarre jetzt nicht auswählen. Komm her, los. So, das hat aber voll Leben gekostet, ey. Bastard. So, erstmal hier runter. Wow. Ich dachte, hier unten gibt's was, aber... Am Arsch. Die Dörfen waren noch nicht lang. Und da geht's lang, aber erstmal die Münze. Meins. Match 33 schon. So, daran, daran, dann da lang. Und dann. Hä? Was sollst du da hingehen? Moment. Wow. Ernsthaft? Diese aufwendige Sache, um hier rüber zu kommen, wo man einfach nur hier Wutsch machen könnte? Ernsthaft, Leute? Es ist... sinnfrei ist denn das? So, warte mal, von wo kamen wir? Von da kamen wir, glaube ich. Boah. Dann guck ich mal hier nach. So. Ja, deine Mutter. Ich bringe dir Kuchen mit. Mit Senfgas. Nein, nein, halt. Ne. Batsch. Baum. Komm, nimm Soundtrack auch noch mit. Wow, schön für dich. Und geh mal ran. Ich bin bereit.
Okay. Wollte aber trotzdem die andere Wicht nochmal erkunden, aber. Ja? Das Ding ist ganz schön schwer. Ja, dann stell dich halt woanders hin. Hier. Ja. Okay. Ah! Danke, ich bin schon gelandet. Ich glaube, ich gehe da erstmal ins Wasser, oder? Oder? Na komm, hoppity hopp hopp. Oh. Wäh. Hä? Der Schwellkörner unten geht's durch. So, aber hier gibt's doch irgendwie nochmal was, oder? Oder? Ach, irgendwas müssen sie doch immer ins Wasser einbauen. Wenn es nur eine verblödete Marke ist. Fährmannsmünze, keine Ahnung, wie die heißt. Wenn es der Kopf von der Mutter von Kahn ist, ist mir doch Wurst. Bin ich nicht nett heute zu Kahn? Auf jeden Fall. In dem vorherigen Part kennen wir es warum. Ja, hoch. Was gibt's denn jetzt hier? Ja. Es ist auch wieder so lustig, ne? Da kann man auch eine Runde poltern. Aber nein, man muss erstmal nicht darüber und dann die Runde so poltern. Keine Ahnung, was du. Okay, haben wir diesen Weg auch geklärt. Also manchmal. Hallo? Manchmal frage ich mich echt hier, wer die ganzen. Bitte designt. Ja, komm ran. Komm, oh ja. Ja. Ne? So, hier. Na komm. Komm, Kollege. Ja. Komm. Och, hier, ne? Weißt du? Ihr mich ja auch, ey. So. Hallo? Ich hab mich nur umsehen wollen, ja. Wo ist der Unterschied zwischen links und rechts? Keinen. Klar, boah, das zwei Wege auf derselben Seite. Nur damit man sich entscheiden muss, welche Seite man klettert. Also, welche Seite von der Seite. Ach, ihr wisst doch, was ihr meint. So, da muss ich mich wieder lang dingsen. Gib mir all euer Gold. Und da kommt schon der erste Gegner. Oder was ist das? Der nächste. Der nächste wird weitergehen. Gibt nichts zu sehen. Oh, du bist ja süß. Oh, wilder Streuner. Oh, süß. Ob du hast sogar Brüder, oh, oder Schwestern, oder Tunden, keine Ahnung. Oh, die Kamera, oh, ich mich auch. Oh, so, Baum. Ist. Hehe. Ja, Mann. So, da haben wir den Golem. Mit dem können wir gleich Spaß haben.
Müssen wir dahin verfrachten, okay. Kette spannen. Und dann jetzt mal das hier kloppen. Hey, da ist noch eine Fährmannsmünze. Genital. Joa. Verarschen? Also. Hehe. So, was können wir denn hiermit machen? Ah ja, okay. Ja, nee. Ah. Vorher brauche ich den Golem doch erst. Rein damit. Sadaba, so. So rau und hart reingesteckt, den aber. Oh, ja. Mal aber zaghafter Tod, oh. Du harte Sau, du. Ja? So. What? So, jetzt würde ich sagen, drehen wir das Glücksrad doch. So, halt mal eben fest. Oh Gott, auf Zeit, ernsthaft? Oh. Tod, halt mal eben fest. Nee, Kahn, ach nee, keine Ahnung, wer auch immer, irgendjemand. Nein! Okay, also. Wenn ich denn hier oben drauf bin. So. Dann so, ja. Noch, mehr, was sie noch machen soll. Zeig mir den Weg. Ja, ne? Vor allem, wie es auch immer genau da bei der Krähe so Vertiefungen gibt, nur damit die Krähe sich da festkrallen kann, falls mal ja gefragt wird, was soll ich mit dem Weg? Wo ist der Weg? Halt die doch fest, Kollege! Alter! Hätte raufgreifen können! Och nö, das ist mir zu hoch. Ich fall dann lieber runter wieder. Und irgendwie kribbelt mir die Nase. Kann ich das nicht irgendwie festkleben oder feststemmen oder irgendwie so? Irgendwie sowas? Halt dich doch fest da oben! Warte! Mann! Ach, Tod, ey, du raubst mir echt den letzten Nerv. Ja, Nerv, vor allem, ne? Ach, komm! Wobei, ach, erscheinen reicht. Alter, da erst runterfällst. Alter, ich warne dich, ne? Ich warne dir. Soll ich da wirklich runter? Top. Das Geräusch ist extrem pervers. Jo, genau. Und mit diesem Brückenszenario können wir mit dem. Danke. Mit dem Golem uns fortbewegen. So, ich nehme die Kette mal wieder mit, ne? Danke.
Tucker, 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 Tucker. Nut, Nut. Brauchen wir den überhaupt? Ich denke schon, oder? Ja, brauchen wir. Nee, 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 nee. Es ist ziemlich ruhig. Zu ruhig. Ja, ich singe ja schon für uns. Nee, 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 nee. Ach, egal. Ich glaube, keiner singt gerade mit. Ja, so, eh nicht. Das könntest auch du mal machen, Karl, ja, ne? Das Durchkloppen. Muss ich halt immer wieder machen, ne? Oh Gott, ja, die Stelle. Oh Gott, ja, ich erinnere mich. Ja, genau. So, erstmal Gegner. Zur Erklärung. Auf einem Wolfenkanal habe ich zu diesem Gebiet ein Let's Help Video aufgenommen und hochgeladen. Denn hier kann einiges passieren. Zum einen. Halt doch mal die Fresse! Ich hole mich etwas aus. Oh, wartet mal. Moment. Ich würde mir beim Versuch den Hals brechen. Bist du jetzt eine Doppelsense? Alter! Von normalen Trash-Mobs? Fett geil. Nach dir. Halt den Mund. So, zum einen kann es passieren, dass ihr mit diesem schicken Fahrzeug in diese Schrottpresse reinfahrt. Und auszusehen, ja, platt macht. Das wollt ihr natürlich nicht. So, als erstes. Klar, der Hebel ist noch nicht aktiviert. Da. Kann man noch nichts machen. Ja, da ist der Hersteller, den wollen wir haben. Man kann hier auch einiges falsch machen. Kämpfen die gegeneinander. Aber erst einmal. Klopfen wir die Gegner platt. Oh, wir sehen doch mal den nächsten Gegner an. Nicht irgendwie einen in der Walachei. Boah, wie heißt das? Die Kamera, ey. Was ist mir ja 360 Grad Drehungen am Stück? Halt jetzt mal so, orientier dich mal. Wo bist du? Wo ist der Gegner? Weil das ist auch so willkürlich dann immer wieder. Das ist mehr nervend als... Achso, ich konnte. Wenn Tod einen gegnerischen Angriff besonders geschickt ausweicht, flackert seine Reaper-Gestalt kurzzeitig auf, um einen Gegenangriff zu starten. Ja, fett geil. Wir sind jetzt Level... Keine Ahnung, Moment. So, warte mal. Skill gelernt. Zusatzskill gelernt, Skill gelernt. Dann lerne ich hier auch noch Zusatzskill. Wir sind Level 11. Ja, Fähigkeitspunkt haben wir erhalten und auch technisch vergeben. Das haben wir wohl gelernt. Ich hab keine Ahnung. Wir haben gelernt jetzt, dass wir... Bei Ernte ist die Chance bei Feinden kritischen Treffer zu landen erhöht. Chance auf kritischen Treffer erhöht sich bei Ernte um 15%. Joa. Klar, ja komm, wir bauen nicht. Weil erst die Kamera und dann tänzelt Karl wieder von der Nase rum. Verblendet erstmal schon die Sicht. Also, so langsam. Frei. Alter. Langsam geht mir das Spiel massiv auf den Sack. Aber wirklich massiv auf den Sack. So, jetzt werde ich das Ding erstmal wegklappen, weil das ist eine Kiste. Und mit einem wichtigen Item. Das ist halt wieder so die Sache. Wenn man hier die Reihenfolge falsch macht, dann hat man richtige Probleme gleich. Oder auch wenn man hier den hier gleich schrottet. Kommt man nicht mal weiter. Das Geilste ist, wenn man dann das Spiel nachlädt, um es dann wie erneut zu machen, wird der Bug gesaved. Ja, genau. Geil, ne? Ich hab dich.
Dann hat man richtig verschissen. So, Kollege, werf mich rauf. So, als erstes brauchen wir nämlich den Schlüssel. Den Skeletor-Schlüssel. Die lasse ich noch erstmal lassen. Und die lasse ich da stehen. Denn erstmal brauchen wir hier den Schlüssel, den wir da in der Fresse reinstecken. Jam! Ach, kann ich auf mir alles so verblenden, ey. Moment mal kurz. Ich kriege hier gerade. Moment. Tja, da hat doch der Paketdienst bei mir geklingelt und hat ein Paket für den netten Nachbarn vorbeigebracht. Ach ja, ist das nicht liebenswürdig? Auf jeden Fall. So, ich klopp hier noch durch, denn glaube ich, hier gab es nochmal eine Marke oder eine Seite des Buch des Todes. I don't Knopf. Können wir da lang? Weiß ich gar nicht. Ach, da kommt das Gestöhne daher. Khan kämpft. Ach komm, amüsier du dich mal mit den. Mit den Gegnern. Auf die ich keinen Bock habe. Alter. Warte mal. Ach man, kommt hier runter. Geil, dann guck ich doch jetzt mal im Wasser rum. Bevor ich da weiter kloppe. Aber ich glaube, nee. Hier haben wir nix. Nada. Niente. Sag mal, Christin heute noch? Alter. Brauchst du Hilfe oder was? Ich wette, er lacht dich aus. Naja. Warte mal, war da? Nee. Jaja, mach du mal. Ich spiel hier mit Kisten rum. So, brauchst du Hilfe? Wer ist ein auf deinen Tag, ne? Guck mal, so kämpft ein ordentlicher Krieger. So, noch Fragen. Oh, wir kriegen noch eine besessene Waffe. Eine besessene Keule. Ja. Nice. Das wäre auf jeden Fall nice werden demnächst. So, also bevor wir jetzt hier hingehen können, also wir brauchen jetzt mal noch eine. Eine Kugel. Und diese Kugel, die müssten wir uns jetzt quasi erstmal bauen. Ja. Bauen, genau. Und dazu kommt er nämlich ins Spiel. Denn die Sache ist, wenn man ihn zerschrottet in der Schrottpresse, bevor man den Schlüssel daraus geholt hat, habt ihr Pech, dann kommt er näher an den Schlüssel ran. Das ist nämlich die Scheiße. Deswegen, ja, und er wird auch nicht wieder gespawnt und, ja, ne, und so weiter. So, weiter geht's auf dieser Seite. Beziehungsweise, ja, weiter geht's auf dieser Seite, aber erst im nächsten Part. Also, ne, bis later.